Also unser Hauptziel ist tatsächlich die Aufrechterhaltung der Tradition des Nikolauses. Das heißt, wir besuchen am Nikolaustag, den 6. Dezember, die Familien mit Kindern, eben als Nikolaus mit dem Begleiter Knecht Ruprecht und ja, bereiten den Kindern eine Freude. Ja, das kommt super an. Zumindest hier bei uns auf dem Dörflichen gibt es die Tradition schon seit etlichen Jahren, und es wird immer noch sehr gerne angenommen, sehr gut angenommen. Also wir besuchen schon sehr, sehr viele Familien mit vielen Kindern und das kommt immer gut an. Ja. Man sollte ja meinen, dass mittlerweile viele Kinder nicht mehr den Nikolaus kennen, sondern nur noch Santa Claus, den Coca-Cola-Weihnachtsmann. Wir sind aber alle hier mit dem Nikolaus groß geworden. Ich selbst wurde auch damals als Kind vom Nikolaus besucht und das ist einfach eine schöne Tradition, die eben auch noch eher einen Bezug zur Kirche hat, zum Glauben, ja, zur Tradition und deswegen machen wir das, ja. Kann auf jeden Fall jeder sein. Man muss Spaß daran haben, ja, eine Botschaft zu vermitteln. Man darf oder sollte nicht schüchtern sein. Man sollte keine Angst davor haben, frei zu reden. Aber das kann jeder, ganz sicher, bin ich von überzeugt. Also wir hatten auch in letzter Zeit mehrere neue Leute in unserem Verein, die es zum ersten Mal gemacht haben, jetzt gerade auch im letzten und vorletzten Jahr. Bei dem einen oder anderen hätte ich gedacht, ja, da muss man auch ein bisschen daran feilen, aber auch das ist super. Das klappt überragend. Bei jedem Nikolausbesuch, in jeder Familie ist es schön. Es ist immer was anderes. Man, ja, auch spontane Sachen dabei, wo man selbst nicht mitrechnet, auch wenn man das schon ein paar Jahre macht. Nee, es ist immer schön, wenn man da reinkommt, wenn man sieht, wie die Kleinen haben fast alle immer Angst und dann erzählt man ein bisschen, erzählt eine Geschichte, ein Gedicht und dann werden die immer lockerer und ja, das ist eigentlich immer sehr schön.